Ella hat heute ihr allererstes Meet and Greet. Jetzt werde ich hier angerufen von Mathis. Ich will das nicht. Jetzt geht's los hier. Richtig unbelievable. Wir waren alles in den letzten 5 Minuten. Ich weiß auch nicht. Ella, die zieht sich gerade um und macht sich fertig, denn wir sind gerade im Zug. Ich spiele übrigens gerade Pflanzen gegen Zombies. Und wir kommen in 3 Minuten an, denn wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Ella hat heute ihr allererstes Meet and Greet. Ich muss hier ganz kurz eben Zombies erledigen. Tom, das nervt doch einfach. Ja, es war ja die ganze Zeit Corona, deswegen konnte Hella keine Meet and Greets machen. Aber wir wurden jetzt von Soulhorse eingeladen und sind auf dem Weg. Oh mein Gott, diese Zombies. Hella macht sich hier noch eben schnell fertig, weil sie saß hier die ganze Zeit in Jogginghose, hat irgendwie ein Q&A auf Instagram gemacht. Und jetzt so, kommen wir in 3 Minuten an. Tom so, ja, ich so, ja, wir sollten uns vielleicht fertig machen. Und wir fahren auch heute Abend schon wieder zurück. Das heißt, wir mussten auch nicht viel mitnehmen. Aber ich habe hier trotzdem einen großen Rucksack dabei. Da ist nämlich eine kleine Überraschung drin. Für alle Leute, die kommen, oder nicht für alle, aber für die Ersten. Wir haben nämlich noch was über. Ja, das sind aber ganz schön viele. Ich glaube, das werden alle Leute sein, ehrlich gesagt. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel da auf der Messe los ist. Wir waren ja noch nie auf so einer normalen Messe. Wir waren ja nur beim Chio Aachen einmal. Da haben wir euch auch mitgenommen. Und jetzt geht's zu einer normalen Messe. Wir sind sehr gespannt. Gleich werden wir auch direkt vom Bahnhof, vom Shuttle abgeholt. Nein, die liebe Yvonne, die holt uns gleich ab. Dann geht's zur Messe. Jetzt noch einmal kurzes Haartutorial, wie Hella ihren Zopf immer macht. So, dann hochschlagen, so nächste rum, dann wieder runter und das letzte Mal rum. Keiner, wirklich keiner. Dann zweimal mit der Haarbürste, zack. Und jetzt kommt das Wichtigste, zack. Ist das dein OOTD? Das ist mein Outfit of the Day, because it's 30 degrees. Du weißt schon, dass man hier alles hört, ne? Noch lauter schreien. So, und jetzt benutze ich noch mein Lipgloss. Ich spiele in der Zeit weiter Pflanzen gegen Zombies. Oh no. Leute, kennt ihr dieses Spiel? Das ist so nice. Ich habe das Ewigkeit nicht mehr gezockt und jetzt im Zug. Meine Damen und Herren, der nächste Halt unseres Zuges ist dann Düsseldorf. Düsseldorf. Ich muss raus. Regional-Express nach Venlo. Ich poste jetzt das erste Mal auf YouTube, mal was. Eine Story, meinst du? Ja, eine Story. Das ist so komisch. Um 14 Uhr. Beim Stand von Soulhorse. Auf der Reitsportmesse Düsseldorf. Guck mal, man sieht uns im Dingsens. Hi, wo bist du? Ich bin in 2 Minuten da, also um 11:41. Ah ja. Okay, bis gleich. Tschüss. Wir sind jetzt eingestiegen bei der lieben Yvonne. Thanks for picking us up. Yes. Und wie lange fahren wir jetzt? 14 Minuten. Ach, spannend. Geht. Wir sind ganz gespannt. Die Messe soll aber eher relativ klein sein und nicht so viele Leute sind da. Bin mal gespannt, weil gleichzeitig ja auch die Equitana ist und ich glaube, da sind ganz viele auch hingegangen. Aber trotzdem freue ich mich. Wir sind jetzt angekommen auf der Messe und haben auch Scarlett getroffen von Soulhorse und werden da jetzt erstmal zum Stand hingehen. Bin ganz gespannt, wie der aussieht. Soll hier wohl der bunteste und chaotischste. Da ist der Soulhorse-Stand. Hier wird irgendwo das Meet and Greet stattfinden. Es ist hier echt ein Akt, mit Hella hier durchzulaufen. Sie wird die ganze Zeit angehalten. Ja, jetzt nicht übertreiben. Ich kenne ja auch ganz normal. Nein, aber Scarlett meint, es haben schon ein paar gefragt, wann Hella dann kommt. Und die haben dann extra bei dem Soulhorse-Stand halt gewartet. Ein Pones. Jetzt gehen wir mal Lisa besuchen. Hier ist erstmal die Galopprennbahn, Leute. Irgendwie ist gerade kein Training. Ein paar Sekunden später. Wir sind übrigens nicht zu Lisa gegangen, weil wir da nicht reingekommen sind, weil wir keine Ausstellerausweise haben. Opfer. Richtig blöd. Einfach Opfer. Aber wir gucken gleich die Show. Da muss man vorher stehen bleiben. Ja, aber wir gucken gleich die Show, die ist nämlich hier vorne direkt. Wir sind jetzt hier einfach mal auf diese Tribüne gegangen. Keine Ahnung, ob man hier überhaupt hin darf, aber sieht auf jeden Fall... Ach, da drüben ist die andere Tribüne, Hella. Da sitzen die Leute, da auf der anderen Seite, Hella. Jetzt werde ich hier angerufen von Mathis. Moin. Der Pavian. Ja, guck mal nach rechts, Kollege. Rechts, hier unten, da ist der Tür. Die sind auf der Wiese. Wieso ich auch passiert hier nach oben gegangen? Wir haben jetzt auch noch Mathis getroffen. Und haben gerade erfahren, dass wir jetzt bei der Show mithelfen sollen. Ich hab dich ja noch gar nicht gesehen. Hella, wir müssen jetzt bei der Show mithelfen. Ja, also spontan. Ich bin maßlos überfordert. Ich will das nicht. Ich bin immer mit dabei. Und schaut euch mal Mathis flotte Brille da an, ey. Oha. Da bin ich speaking of sounds. Kannst hier direkt auf die Rennbahn und eine Runde drehen. Ich würde so gerne, so ja? Geil, ne? Aber es ist der heilige Rasen, man darf da nicht drauf. Da ist schon alles abgeklärt. Einfach nur, die Show geht los. Können und ein bisschen Applaus-Training machen können, cool zu bleiben. Wenn die das kennen, dann ist das gar kein Problem. Aber irgendwo müssen wir ja auch nicht so richtig klären, wie nachher das. Unser Einsatz ist gekommen. Wir halten das Tuch.
Irgendwann später. Alter, das war ja mal richtig gut, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. Und er hat das auch voll gut mitgemacht, oder? Ja, er hat das richtig gut gemacht. So süß. Seinen jungen Jahren. Ich fand das so süß, wie er da immer rumgesprungen ist und richtig Spaß dabei hatte. Wie süß du immer seid. Ja, sie vermisst schon ihre Fan. Oder er. Sorry. Wir müssen jetzt schnell hinter Mathis hinterher mal gucken, ob wir diesmal durchkommen. Ja, da stehen so viele. Hier ist der Teamhund. Wir sind jetzt hier bei den Stallungen. Ich glaube, hier stehen sonst die Rennpferde, oder? Oh mein Gott, da ist ein Pferd. Yummy, yummy, yummy. Was hast du? Durst. Du hast doch irgendwas getrunken. Ja, ich habe einfach noch mehr Durst. Ja, dann holen wir jetzt schnell was zu trinken und dann geht's zum Soulhorse-Stand. Ja, Meet and Greet. Hallo, anstoßen. Sorry. Prost. Jetzt geht's los hier. Wollt ihr alle winken einmal? Hallo. Sehr süß. Bitte schön, Stift. Ja. Willst du noch ein Autogramm haben? Sag mir nochmal deinen Namen. Das hier ist übrigens die Überraschung. Ganz viele Leckerlis. Mal gucken, wie lange der Vorrat reicht. Und das ist die erste Autogrammkarte. Bitte schön. 2 Stunden später. Wie läuft's, Hella? Gut. Macht Spaß? Ja. Sehr. Die Autogrammstunde läuft jetzt seit einer halben Stunde und die Schlange wird immer länger, Hella. Oh mein Gott. Also ich dachte halt, keiner kommt. Ja, genau. So, hä? Richtig unbelievable. Die Autogrammstunde ist Ende. Was glaubst du, wie lange standen wir da? Weiß nicht, eine Stunde? 2 Stunden. Es ist 15.52 Uhr. Ich kann nicht mehr. Hättest du gedacht, dass so viele Leute kommen? Nee, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also das war echt heftig irgendwie. Das war krass. Und die standen, also ich habe eine gefragt, 40 Minuten in der Sonne. In der Sonne, erstmal Sonnenbrand abholen. Nächstes Mal verteilen wir Sonnencreme. Aber jetzt müssen wir erstmal was essen, ne? Ja, ich habe richtig Hunger. Okay. Sehr schön. Ich möchte unbedingt dieses Schild haben. Das hatten alle. Ja, ja, pass auf. Wir gehen eben essen. Das Schild möchte ich haben? Okay. Ja, das ist richtig schön. Das hat echt ganz viele, ne? Habt ihr Bock? Es gibt noch eine Kleinigkeit zu essen. Vielen Dank. Ja, gekauft. Sehr locker. Locker. Lecker. Ist das von euch? Mhm. So Oha. Cool. BFF. Poseccio. Poseccio. Prost. Müssen wir uns gleich gönnen. Wie süß will man sein? Oh. Ich will ihn mitnehmen. So, nimm ihn einfach mit. Erstmal Eis. Mathis, darf ich ihn mitnehmen? Das wird nichts. Mann. Der jault ja. Direkt. Das stimmt, er schaut schon die ganze Zeit zu dir. Das war heute bei der Autogrammstunde, hatte ich ihn an den Tisch angebunden. Und dann haben wir ihm Autogramm gemacht und sind dann so 5 Meter rüber zu dieser Fotowand, ja, um dann Fotos zu machen. Jedes Mal bin ich rübergegangen und so... Ja. Nicht und wenn ich dann wieder gekommen bin nach dem Foto, hat sich gefreut. Wie schmeckt das Eis? Geil, das schmeckt richtig gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Auto. Denn Mathis nimmt uns mit. Wir fahren jetzt noch wohin? Nach Hagen. Da ist irgendein Reitturnier. Hagen am Teutoburger Wald. Okay, auf jeden Fall fahren wir da jetzt noch spontan hin und gucken dann ein Turnier oder so. Klontje ist in den fremden Anhänger reingegangen. Hella, wollen wir das Video hier beenden? Oder? Ich weiß es nicht. Nee, läuft einfach noch weiter, oder? Okay. So, Abfahrt. Ich bin echt ein bisschen eingequatscht, muss ich sagen. An diesem Hundekasten. Ja, braucht halt seinen Platz. Habt ihr genug Platz an? Ja. Einfach ja sagen, schon so nein.